Am Anfang, das muss man sagen, stand eine Anforderung der Finanzmarktaufsicht, nämlich die, den Bankbetrieb auch an unserem neuen Headquarter hier am Austria Campus in Krisenfällen für einen gewissen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Nachdem die klassische Variante mit großen Notstromaggregaten aus verschiedenen Gründen keine Option war, hat sich für uns sehr bald herausgestellt, der Idealfall wäre es, eine Geothermieanlage unter unseren Häusern zu errichten, die eben nicht nur diese Krisenfälle abdecken sollte, sondern auch den täglichen Betrieb. Die externen Experten haben uns unterstützt bei diesem Prozess, aber auch hochkarätige Mitarbeiter aus dem Haus, ein technisches Planungsteam, die hier maßgeblich mitgewirkt haben. Wir haben ein Umweltmanagementsystem, wir versuchen ständig unsere Umweltleistung zu verbessern. Und für uns war es daher ein logischer Schritt, von Beginn an Paktpartner beim Klimaaktivpakt zu sein. Wir haben schon erste Zahlen und man muss sagen, die sind wirklich beeindruckend. Wir werden sowohl bei der Heizung als auch beim Strom, bei den Energieverbräuchen um rund 20 Gigawattstunden unter den Verbräuchen der vorigen Haupthäuser liegen. Das heißt, ja, es hat sich, das können wir auch jetzt schon sagen, nach einem knappen Jahr hier, es hat sich voll und ganz ökonomisch und vor allem ökologisch gelohnt.